Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Zalek und ich grüße euch herzlich zum neuen Manga Erstindruck. Heute mit einem kleinen Thriller-Manga, der mir dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, deswegen da oder da Dauerwerbesendung. Und zwar soll sich jetzt heute mal alles um The Story of Our Corpse Hunt drehen. Ein Titel, wo ich klipp und klar sagen muss, ich habe mir vorher nicht groß durchgelesen, worum es sich dreht. So ein bisschen wie bei Demon's Night Parade. Verratet jetzt bitte nicht Carlsen. Nein, Spaß, hier habe ich schon ein bisschen mehr drüber recherchiert, aber vor allem, ich habe das Cover gesehen und gesagt, okay, fuck, das sieht geil aus, ich will es lesen. Es ist zu 90% ein reiner Coverkauf, also Cover-Rezensionsanfrage. Macht das Sinn? Vielleicht. Und ich sag mal so, ich war positiv überrascht. Doch erstmal, worum dreht es sich denn in The Story of Our Corpse an? Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von 4 Freunden aus der Mittelschule, die angeführt wird vom Hauptcharakter Ichin. Das ist dieser hier. Diese haben sich eben ein kleines Sommerprojekt, sage ich mal, auserkoren, denn vor 2 Jahren, was meine ich, oder 3, vor ein paar Jahren ist halt eine Klassenkameradin aus deren Grundschulklasse verschwunden. Keiner weiß, was aus ihr wurde. Einige vermuten, sie ist tot, andere meinen, sie wurde entführt. Jedoch kurze Zeit nach dem Verschwinden wurde an einigen aus der Klasse ein seltsames Foto geschickt, wo ein Mann mit einer Tengu-Maske drauf zu sehen ist und ein Strommast. Und nun hat der gute Ichin die letzten 1,5 Jahre damit verbracht, herauszufinden, wo genau denn dieser Strommast steht, weil er der totale Strommast-Nerd ist. Anders kannst du es nicht sagen. Und nun begeben sie sich eben ohne das Wissen ihrer Eltern auf die Suche nach dieser vermeintlich verschwundenen Mitschülerin. Und ja, zu den Grundinformationen. The Story of Our Corpse Hunt stammt von Hosui Yamazaki. Das ist tatsächlich nicht das Deutschlanddebüt. Von diesem Mangaka hatten wir nämlich 2006 bei Egmont schon mal den Manga Mail. Das ist der Manga, falls sich einer oder andere von euch älteren Lesern erinnert, mit diesen abgedrehten Covern. Ich brauche den unbedingt mal, weil die Cover, genau wie hier, der Typ kann eindeutig Cover-Design. Die Reihe ist in 4 Bänden beendet, kostet 7,50 €, erscheint bei Carlsen Manga im Taschenbuch ohne Farbseiten und hat 192 Seiten und ist übersetzt von Jens Osser. Und nun zu meiner Rezension. Erstmal, wie beschreibt denn der Carlsen Manga Verlag diesen Titel? Also wie bewerben sie ihn? Und sie schreiben halt im Wesentlichen, ein heißer Sommer voller Geheimnisse, Intrigen und unvorhersehbaren Ereignissen, der euch eiskalte Schauer bescheren wird. Und eiskalte Schauer, ich weiß ja nicht, das ist ein bisschen dick aufgetragen, also nicht böse gemeint, aber ich finde es einfach witzig, wie dick sie ihn bei diesen Werbesprüchen immer auftragen, weil ja, dieser Manga ist halt nicht schlecht, allerdings sie vermarkten das Ding halt als so einen krassen Thriller, der euer Mind ficken würde und was weiß ich nicht alles. Sie sagen auch, schreiben auch schön für Fans von Stephen King. Und Thomas, und das habe ich glücklicherweise erst davor nach dem Lesen gesehen. Und ja, ich habe mir dann auch nur gedacht, also es ist halt kein schlechter Manga, aber sie tun hier gerade so ein bisschen, als wäre es, keine Ahnung, das nächste Killer Inside. Ich meine, come on, die empfehlen es selber ab 15. Ab fucking 15. Und dann wollen sie uns weismachen, dass das ein krasser Thriller ist. Ne, ganz lieber. Sorry, das fand ich einfach witzig. Aber ja, eine wirkliche Meinung zum Manga selber. Ich muss sagen, ich hatte Spaß mit dem ersten Band. Es ist halt so eine angenehme Mischung aus einerseits diesem klassischen Sommerabenteuer, was Manga ja gerne mal aufgreifen. Bloß eben in dem Fall, dass sie nicht irgendwie ganz normal verreisen, was erleben mit ein bisschen Liebe, sondern im Wesentlichen, wie der Titel halt auch vermuten lässt, also ich finde, der Titel impliziert ja schon so ein bisschen, dass das Mädchen irgendwie tot zu sein scheint. Ja, nur halt, dass da nicht um Liebe geht, sondern um Tote. Und ich finde es irgendwie ganz charmant. Also man muss sagen, es kommt hier kein einziges Mal so diese krasse Spannungs-
Atmosphäre, auf das du denkst, oh mein Gott, ich muss weiterlesen, ich muss weiterlesen, ich muss weiterlesen. Da muss man nämlich dazu sagen, sind die Bilder auch einfach zu hell. Ich meine, so sehen 99% der Seiten aus. Das ist keine Thriller-Atmosphäre, sage ich mal. Bei einem Thriller-Manga, finde ich, musst du mehr im Schwarz arbeiten, mit mehr Dunkelheit einfach. Das ist hier halt einfach nicht der Fall. Was natürlich nicht heißen soll, dass es schlecht ist. Dazu, der Cast ist halt sympathisch. Ich finde, jeder Charakter dafür, dass es gerade mal ein Band ist, genug Persönlichkeit. Natürlich erwartet ihr jetzt nicht die krassesten Charaktere oder ähnliches, aber ich mag unseren Hauptcharakter Ishii mit seiner, einige würden sagen, Faszination, andere würden sagen Besessenheit von Strommasten. Dadurch kommt noch so ein kleiner Witz hinzu. Das mag ich ganz gern. Also ich mochte unseren Trupp. Und dazu halt auch der Arzt. Ich habe mir gerade schon mal gezeigt, aber ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir gibt der Artstyle in The Story of Our Corps dann stellenweise so richtig hart Naoki Urasawa-Vibes. Jetzt nicht so krass zeichnerisch wie ein Urasawa, aber irgendwie, ich sehe die Charaktere und nehme so, Urasawa. Ich habe jetzt nichts dazu von, ob der irgendwie mal unter Urasawa gearbeitet hat, aber ja, das war so mein erster Eindruck dazu. Das Ding hat einfach einen angenehmen Lesefluss. Es erzählt halt sehr viel mit Bildern. Es hat nie so krass viel Text. Schriftgröße ist auch top. Also da kann ich mich halt auch nicht beschweren. Aber ich muss es halt nochmal betonen, damit jetzt keiner wegen dieser Beschreibung von Carlsen denkt, boah, was erwartet einen hier? Es ist halt kein Killer in Sight. Wo man sich halt konstant denkt, boah, was, wie, nee, wie, sag bloß was, nein, oh mein Gott. Ja, und jada, jada, jada. Und man wirklich denkt, ich brauche den nächsten Band. Hast du noch ein Band? Hast du noch ein Band, Carlsen? Komm, gib her. Das ist eben bei The Story of Our Corps dann nicht der Fall. Denn als mein Fazit zum ersten Mann von The Story of Our Corps dann, das Ding ist so dieses nette Thriller-Abenteuer für zwischendurch. Es ist mit 4 Bänden halt auch nicht besonders lang. Ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann bingen, wenn alle 4 Bände raus sind. Das wird ein schöner Nachmittag, würde ich mal behaupten. Aber ich kann jetzt schon, also da müssten Band 2 bis 4 halt so krass nochmal drauflegen, dass ich sagen würde, dass es auch besser, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird als meine Bewertung jetzt nach dem ersten Mal, aber natürlich werde ich es nochmal rezensieren. Ich gebe dem ersten Mal halt eine 7 von 10. Es macht halt Spaß. Und für Fans von Krimis, wovon wir in meinen Augen nicht genug Manga haben, dürfte das Ding hier auf jeden Fall was sein. Nur halt, seid euch bewusst, es ist jetzt auch nicht so das große Meisterwerk, wie es gerne einem verkauft wird, aber es ist eben auch nicht meh. Und ja, so viel dazu. Habt ihr The Story of Our Corps Hunt gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Ein herzliches Dankeschön an Carlsen Manga fürs zur Verfügung stellen. Und ja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.